Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. In dieser kleinen Serie stelle ich Ihnen nach und nach verschiedene Monster des Alltags vor. Das sind ganz wunderbar gezeichnete kleine Monster von Christian Moser und mit ganz amüsanten Texten dabei. Ja, und vielleicht kennen Sie ja das ein oder andere kleine Monster von Ihren Kollegen oder Sie kennen es sogar von sich selbst. Lassen Sie sich überraschen. Ja, in diesem Video möchte ich Ihnen zwei Monster des Alltags von Christian Moser vorstellen. Das eine ist die Schönfärberei. Die Schönfärberei geht es gut, nein, wirklich besser könnte es gar nicht gehen. Damit es auch so bleibt, verkriecht sie sich in ihrer heilen Welt. Poliert hingebungsvoll den schönen Schein und lebt glücklich in ihrem Elfenbeinturm, wohlbehütet hinter rosarotem Stacheldraht. Schönfärberei, finde ich, gibt es auch im Berufsalltag immer mal wieder. Früher war ja alles besser, ne? Und überhaupt, früher, also, wie Loriot sagt, früher war mehr Lametta. Wenn man etwas verändern will, dann ist das, was es jetzt gibt, ja plötzlich das Perfekte. Und niemand hat je behauptet, man könnte was daran ändern. Und auch Schönfärberei kann auch in die Zukunft gerichtet sein. Ne? Es ist alles, läuft alles super. Ja, wir haben überhaupt keine Probleme. Unser Team funktioniert hervorragend. Kunden sind alle klasse, Lieferanten sind alles klasse, alles supi. Ja. Das zweite Monster möchte ich Ihnen auch gleich nochmal vorstellen. Das ist nämlich die Schwarzmalerei. Ja, das ist ein düsterer Prophet des Untergangs. Mit blutrünstigen Visionen nährt sie ihrem Opfer den Hunger nach großen, tiefen, echten Gefühlen. So ist man bei aller Erleichterung bisweilen etwas enttäuscht, wenn die versprochene Katastrophe ausbleibt. Doch die Schwarzmalerei verspricht, dass beim nächsten Mal es ganz bestimmt klappen wird. Also Schwarzmalerei als andere Form, wie man die Zukunft betrachten könnte. Ne? Also es wird alles nur noch schlimmer. Es klappt alles überhaupt nicht. Das wird nie was. Ja, also auch bei Projekten, Einführung neuer Produkte, neue Vorgehensweisen, da trifft man auch häufiger mal die Schwarzmalerei. Das sind also die beiden Extreme. Die Wahrheit liegt natürlich immer wieder in der Mitte, aber es ist nicht verkehrt, sich diese beiden nochmal vor Augen zu führen und mal zu gucken, vielleicht aus so einer Metaebene heraus, was passiert hier gerade? Sind wir gerade in einer Phase, wo irgendwie alle nur noch schwarz malen und sollten wir uns dessen nicht mal wieder bewusst sein und uns zurückholen auf den tatsächlichen Fakten, auf den Tatsachen und uns da nicht so reinknien auch. Ne? Weder die Schönfärberei noch die Schwarzmalerei bringen einen tatsächlich am Ende weiter. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz und Produktivität im Büro. Dazu einfach hier rechts klicken und Sie erhalten das E-Book sofort in Ihren Posteingang.